Mit dem Handwerk etwas erleben, bereits als Lehrling in fremde Länder reisen. Das sind unsere aktuellen Themen aus dem Handwerk. Wir haben 6 Jugendliche auf ihrem Weg ins bulgarische Burgas begleitet. Keine Urlaubsreise, sondern ein Auslandspraktikum. Anpacken und die berufliche Zukunft in die eigenen Hände nehmen. Das war ein Motiv der 6 jungen Lehrlinge aus 3 verschiedenen Handwerksberufen, im Ausland ein Praktikum zu absolvieren. Wie es dazu kam? Bei der Handwerkskammer machen wir den Betriebsassistenten. Und daraufhin wurde uns halt eben angeboten, da mit nach Bulgarien fahren. Ich denke, das ist eine ganz gute Sache, dass man da mal andere Länder sieht und wird bestimmt gut. Und die Hoffnung auf eine gute Reise sollte vollauf erfüllt werden. Neugierde auf das unbekannte Land, Interesse, wie dort gearbeitet wird, prägten die Erwartungshaltung. Ja, ich bin schon gespannt darauf. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich erwarte mal so, die Erwartungshaltung von dem Ausflug ist mal so eine sehr positive, weil man sieht, wie die Werkstätten so in anderen Ländern arbeiten und wie so der Ablauf da ist. Doch bevor es ins Flugzeug und in die Ferne ging, informierte die Handwerkskammer Koblenz über das Programm und seine Inhalte. Ich wünsche euch 10 interessante, abwechslungsreiche Tage dort in Bulgarien, auch schönes Wetter, insbesondere aber, dass ihr wirklich Eindrücke vom dortigen Handwerk bekommt und dass ihr als Botschafter des Handwerks in Bulgarien auftretet. Und das nahmen sich die jungen Handwerker zu Herzen und prägten auf ihre Art die deutsch-bulgarische Zusammenarbeit. Bevor wir sehen, wie die lief, hier der aktuelle Tipp in HWK-TV, der auch etwas mit Bildung und Motorentechnik zu tun hat. Seit 2006 ist die Abgasuntersuchung auch für Motorräder Pflicht. Das setzt für die durchführenden Handwerksbetriebe eine Schulung im Umgang mit den Prüfverfahren voraus. Die Handwerkskammer Koblenz bietet entsprechende Weiterbildungslehrgänge. Infos unter www.hwk-koblenz.de, Rubrik Weiterbildung, oder vor Ort in der Nacht der Technik am 8. und 9. November in den Werkstätten der HWK. Und nun auf nach Bulgarien, wo die deutschen Lehrlinge zunächst eine große Überraschung erlebten. Denn vor dem Weg in die Unternehmen wurden sie von der Handwerkskammer Burgas herzlich begrüßt. Anlass auch für die Medien, über diesen nicht alltäglichen Lehrlingsaustausch zu berichten, dessen Inhalt der Vorsitzende der Handwerkskammer Burgas so erklärt. Der Zweck dieses Projekts ist, dass beiderseits das Niveau festgestellt wird. Von unserer Seite möchten wir das Niveau der Lehrlinge feststellen und sie können auch feststellen, auf was für einem Niveau dann unser Handwerk hier vor Ort ist. Wir kennen das Niveau, das deutsche Niveau, und wir streben danach, dass wir auch uns in diese Richtung weiterentwickeln. Ich hoffe, dass das auch bald zustande kommt, dass bulgarische Lehrlinge nach Deutschland hingeschickt werden, um sich das Arbeitsprozess anzuschauen und auch das Handwerk zu erlernen. Um das Erlernen von neuem handwerklichen Wissen ging es dann für die deutschen Lehrlinge in der bulgarischen Praxis. So für André Mink aus Waldbreitbach, Auszubildender im 2. Lehrjahr. 2 Bäcker, 2 Straßenbauer und 2 Kfz-Mechatroniker aus dem Norden von Rheinland-Pfalz stiegen nun in den Alltag ihrer Kollegen vom Balkan ein. Neue Rezepte, andere Maschinen, das bestimmte nun die Arbeit. Eingeschlossen in die Erkenntnis, dass der bulgarische Brotgeschmack anders ist als der deutsche. Schwarz- oder Roggenbrot zählt hier eher zu den Seltenheiten, Weißbrot dominiert. Das Resümee von André Mink nach den ersten Tagen in einer bulgarischen Bäckerei. Also es ist auf jeden Fall eine richtig gute Erfahrung, das alles mal hier zu erleben, mitzubekommen, auch das Land kennenzulernen. Und daher, ich würde auf jeden Fall jederzeit nochmal mitfahren. Ist der Waldbreitbacher begeistert und macht so auch anderen Jugendlichen Lust auf den Blick über den Tellerrand hinaus. Andere Werkstatt, und auch in der wurde kräftig zugepackt. So durch Philipp Liesenfeld, Auszubildender im 3. Lehrjahr aus Brodenbach. In Koblenz erlernt er seinen Beruf zum Kfz-Mechatroniker bei der KEWAG und kennt eher das XXL-Format von Stadtbussen, an deren Technik geschraubt wird. In Bulgarien wurden seine Fähigkeiten in einer Kfz-Werkstatt gebraucht, wie auch die von Florian Hein, ebenfalls im 3. Ausbildungsjahr und zu Hause in Wolken. Zusammen mit den bulgarischen Kfz-Handwerkern griff man zum Werkzeug. Auch dabei sammelten die jungen Deutschen ganz neue Erfahrungen, denn hier wird halt eben noch mehr mechanische Sachen gemacht. Jetzt hier werden Motoren auseinandergenommen und was wir halt eben bei der KEWAG dann nicht mehr machen. Da werden zum Beispiel Motoren komplett weggeschickt. Und hier werden sie auseinandergenommen und dann wieder einzeln zusammengesetzt. In alle Einzelteile zerlegt, suchten Deutsche und Bulgaren gemeinsam nach dem Fehler. Das verbindet.
Und wer zusammenarbeitet, kann auch zusammen essen. Auch dabei erlebten die Koblenzer ihre Gastgeber von einer sympathischen Seite, denn hier kommt zum Beispiel mittags der Chef und bringt für alle Leute Essen. Und danach wird zusammen weitergearbeitet. Ich bin froh, dass ich das hier dann mal so erleben durfte und dass mal alles gesehen habe. 10 spannende Tage in Bulgarien, bei denen man auch in der Freizeit viel über Land und Leute erfahren konnte. Zurück aus Bulgarien und aus der wunderschönen Stadt Burgas. Wer Lust hat, als Lehrling im Rahmen eines Austauschprogrammes auch auf Reisen zu gehen, wird bei der Handwerkskammer gut beraten. Die Reiseziele reichen von Irland bis Griechenland. Infos dazu gibt es im Internet unter www.hwk-koblenz.de. Stichpunkt Bildung internationale Austauschprogramme. Und damit zurück zu Ralf Schwoll.